Hopfen und haben ja erstmal im Vorbeilaufen wieder einen Hit gegeben. Vor allen Dingen habe ich gedacht, einer von euch läuft neben mir rum, weil der einfach auch eine Mutantenrüstung anhatte. Ich nehme hier echt mal richtig schön Holz ins Lager, das ist gut. Funktioniert das mit dem, du baust die Zipline da rein? Habe ich nicht probiert. Das geht nicht, kann das nicht. Was ist los? Ich schaff das alles nicht mehr. Ich müsste jetzt nochmal alles abreißen, um so zu bauen, wie ich will. Das ist ja frustrierend. Aua. It is what it is, sag ich immer. Ich habe auch meine ganze Bruchbude wieder eingerissen. Komplett. Oder? Und das ist eine Holzvernichtungsmaschine hier. Ja, das ist heftig, oder? Eine Holzvernichtungsmaschine. Braucht doch nicht so viel Holz für ein Haus, Alter. Das ist doch scheiße. Einfach an der Seite zu. Wie wär's denn damit? Guck mal. Ich versteh's auch nicht, wie das so viel Holz fressen kann, ne? Es frisst halt wirklich viel Holz, ne? Ja. Ja. Das ist jetzt aber falsch rum. Nein. Aber ist dafür umso geiler, wenn man es dann am Ende hat, oder? Das stimmt. Ja, wenn es dann das Ding ist, wir müssen das einmal bauen und danach ist es fertig, dann weil also dann haben wir es. Ja, aber nicht, was ist hier los? Ja. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich kann nicht mehr. Mir geht's gar nicht gut, ich bin hungrig, durstig, müde. Alles gut. Witzig. Wie schlecht es meinem Charakter geht. Sauber. Mache ich hier jetzt auch noch mal ein Dach hoch, Chat, oder mache ich hier nur halb hoch? Oh shit, mein Charakter ist ja auch unglaublich am Verzweifeln gerade. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der stöhnt die ganze Zeit und heult. Soll ich mal entspannen? Kleine Mimose. Kleine Mimose. Dach nochmal echt. Hey, die hat mir eben eine Beere geschenkt. Jetzt sitzt die hier und guckt mir bei der Arbeit zu. Doch süß. Boah, geil. Macher. Die will. Ich schnauze sie, wo es reicht langsam auf. Die will. Ich lasse hier einfach einen weg. Müssen wir langlaufen? Geil. Etage Nummer 2 einfach. Der ist schon fertig. Fuck, in die Spalten müssen. Kacke. Zwei Dach, eins Terrasse. Oh ja, das ist gut. Das nehmen wir so noch. Check ich nicht. Check ich nicht. Ich hab einen Plan. Aber dupliziere ich gerade Holz? Repass. Wir haben ohne Holz duplizieren gesagt. Ja, ohne. Ich nicht. Nee, ist alles da. Hm. Danke, das wollte ich doch die ganze Zeit so, hä? Dann können wir hier vielleicht... Oh mein Gott, mein Haus wird so geil.
Dieter, du musst gleich mein Haus bewerten. Weil ich bin eigentlich übel hässlich in sowas normalerweise. Du musst es gleich einmal bewerten kommen. Und mir sagen, ob es scheiße ist oder ob es ganz geil ist. Hey, die haben ja meine ganzen Stöcke kaputt gemacht, Romatra. Ich bin sautraurig. Ich werde dein Haus so geil bewerten, aber ich bin trotzdem sautraurig. Ey, die kommt. Die zieht jetzt ein bei mir. Echt? Die will, ja. Sag ich ja. Ey, die war gerade noch bei mir. Was ist das denn für eine? Boah, die will. Ja, so eine ist das also. Ah, die soll doch. Das ist also so eine. Ich hab angefangen, mir Hoffnung zu machen. Tut mir leid, G-Time. Aber es ist, weil mein Haushalt so geil ist. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Die hat meine Luxusvilla gesehen. Hat, hier gibt's einen im Dorf. Warte, wieso funktioniert das nicht, Alter? Das ist ja so scuffed, ne? Also manche Sachen sind gigascuffed beim Bauen. Ja, manchmal gehen die Holzbretter auch in die Breite und manchmal in die Länge. Wisst ihr, woran das liegt? Kann man das verhindern irgendwie? Wie meinst du die Breite und die Länge? Naja, die Holzbretter, die du auf den Boden legst. Manchmal sind die so breite und manchmal auf Länge. So wie du die in den Boden legst. Checkst du das? Ah, komm ja, du kannst mit Rechtsklick kannst du die drehen. Ich weiß, nee, was du meinst. Nee, geht bei mir nicht. Rechtsklick passiert nichts. Hier, versuch mal das hier zu klären. Zeig mal, ich komm. Zeig's mir. Ich muss es sehen. Das ergibt keinen Sinn, Alter. Was willst du machen? Du willst also den Boden willst du machen, ne? Einfach gleich, guck mal, gleichmäßig. So wie hier und da vorne. Aber wenn ich jetzt hier platziere, hier auf den, guck mal, was passiert. Jo, das ist einfach kleiner. Du hast einfach verkackt beim Bauen, Bro. Wie kann das kleiner sein? Kann mich jemand retten? Ah, doch, du hast recht. Und hier kleiner. Ist es länger, ne? Hier ist es länger. Ja, nein, ich hab nicht verkackt. Länger. Ich hab nicht verkackt. Hab ich nicht. Sondern? Ich verstehe, weil das hier war schon vorher gebaut, dieses Ding. Ach hier, ab hier. So, ja, das ich hab's ja, so vergessen umzustrukturieren. Ich geh GTM kurz retten. Gegen ein selbst sind die Stacheln äußerst effektiv. Bist du gerade dagegen gelaufen, um es zu testen, oder was? Gegen einen selbst sind die sehr effektiv, die Stacheln. Ja, aber die hier. Boah, sieht aber geil aus mit den Stacheln, muss ich sagen. Ja, aber trotzdem regt mich das auf, dass die so schnell kaputt sind. Ja, check ich. Das ist also, da, ganz ehrlich, guck mal, ich bin gegen diesen einen Stachel, der ist direkt kaputt gegangen. Ey, ich bin auch gerade gegen den Stachel gelaufen, hat mir beide Brüstungsteile abgezogen. Aua, ja, die sind sau strong, aber die gehen viel zu schnell kaputt. Viel zu schnell. Ja, aber so oft werden wir ja nicht geratet werden, oder? Digga, die kommen hier gefühlt alle 10 Minuten in unsere Base, um zu stressen. Echt? Nee, du übertreibst doch, oder? Wenn die nochmal hier kommen und alles mir zerlegen, dann gehe ich woanders hin. Dann ziehe ich einfach irgendwie hinter Trimax, damit die dein Haus als erstes immer angreifen. Haben sie immer. Nezaim ist leider an See. Das wird schwierig. Ja, ich kann ja hinter Rumatra dann noch weitergehen. Safe. Und endlich habe ich auch mein eigenes Bett. Boah, geil. Gönnst dir aber auch, Sebo. Danke. From whole hearts. From my whole hearts gönn ich's dir. Thank you. Appreciate this. Das Game sieht immer noch so krass aus, wie du Bäume fällst und so. Ja, ja. Da wird auch jetzt jedes Game, was in Zukunft kommt, so abkacken dagegen. So abkacken. Die müssen es halt mal nachziehen, das ne? Das ist doch so ein Abfuck für jedes Survival-Game, was es da draußen gibt und kommen wird. Das ist, wir freuen uns jetzt, aber das ist sau gut, weil die werden jetzt sehen, ey, die haben das so und so gemacht, sind voll erfolgreich. Und dann werden die versuchen, das immer so ähnlich zu machen. Das schaffst du nicht, das hättest doch schon mal vorher jemand gemacht. Die sind nicht halt vorher auf die Idee gekommen. Doch. Ich glaube, die meisten Leute, also ich glaube, um so ein Game zu machen, brauchst du ein bisschen was an Geld. Weißt du, was ich meine? Also du musst ein bisschen was auf Tasche haben, um so ein Game zu produzieren. Ja. Und ich glaube, diese ganz großen Studios, EA wird niemals so ein Game rausbringen. Das wird nicht passieren. Warum? Weiß ich nicht. Hast du Wild Hearts angeschaut? Nee. Ja. Guck mal, nee, einfach. Die können, die machen, also weiß ich nicht. Die sind. Die Der weiß wahrscheinlich nicht mal, von was du redest. Nee, weiß ich echt nicht. Siehst du, weil für dieses Spiel wurde keine Werbung gemacht, Romata. Es kennt keiner das Game fast. Ja, aber es ist ein Monster Hunter-Klon. Monster Hunter, super erfolgreiches Spiel, super erfolgreiches Genre. Und er hat sich gedacht, das probieren wir jetzt auch mal und hat halt. Also, vielleicht ist es inzwischen besser, aber hat halt mies reingekackt. Du konntest also laut den ganzen Berichten hast du. Keine Ahnung, hast du halt einfach auch Performance-Probleme und nicht so viel zu tun am Ende vom Tag und irgendwie ist.
nichts, also es ist halt einfach, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wieso die es nicht hinkriegen. Aber auch der DMZ-Modus von Warzone ist zwar cool, aber das ist ja auch eigentlich nur eine extrem halblebige Version von Tarkov. Wenn die da einfach ein bisschen mehr Mühe reinstecken würden, dann würden doch alle Leute Tarkov nicht mehr spielen und einfach DMZ bei Warzone, wenn das gut wäre. Weißt du, was ich meine? Aber machen die ja nicht. G, deine Zipline bricht jetzt, by the way. Oh, warum? Ich baue um. Schade. Hätte ich es nicht gebraucht. Es backt einfach im Nichts. Oh, kannst du mal noch benutzen. Kein Sinn. Vielleicht muss ich die bei mir noch entfernen. So. Ich glaube, EA geht es gar nicht darum, dass die Leute die Spiele von denen weiterhin aktiv spielen. Wir werden wieder angegriffen. Ja, ja. Echt jetzt? Ja. Oh ja. Ich komme. Oh ja, doll, wir werden doll angegriffen, Leute. Ich komme. Die Pistole. Haben wir genug Schütze, dass die Pistole oft nutzt? Hey, er ist weg. Hä, hey, wo ist er denn? Oh nein, er pusht dich. Ich komme. Ist Auge geschossen, geil. Das ist geil, das ist effektiv. Wir haben gar keine Munition mehr. Wie kriegt man Munition? Kann man die bauen irgendwie? Ich habe vorhin einmal Munition von einem bekommen. Aus so einer Ledertasche da. Mhm. Und ansonsten habe ich die in Kisten oder so auch mal ab und zu gefunden. Ich bin ins Auge geschossen. Aber das Schießen ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Finde ich auch geil. Ich hab's noch gar nicht ausprobiert. Waren das alle? Tunki. Also das Spiel ist erstmal, muss man sagen, nicht von EA, sondern von, ach, mir fällt der Name von dem Studio jetzt gerade nicht ein. Das ist ein japanisches Studio, die machen auch die ganze Dynasty Warrior-Serie. Aber da stimmen einige Sachen nicht. Also es gibt Dinge, wo ich sage, okay, da müssen die erstmal Erfahrungen sammeln. Da habe ich Verständnis für. Ich habe das Spiel ja gespielt. Aber sowas wie die Performance-Probleme, das hätte halt nicht passieren dürfen. Weil die wussten ja vorher schon, dass es das gab. Und die Performance-Probleme bei dem Game war ein Bottleneck in der CPU. Also das Spiel hat nur einen einzigen Kern aus deiner CPU benutzt. Egal, was für eine CPU du hattest. Und dadurch hat das Spiel halt keine stabilen Frameraten am PC hinbekommen. Diese Dreckschlange hier bei eurem. Boah, man braucht so höllenviele Hölzer. Ja. Ja. Reapers wird noch mehr brauchen, so groß wie der gerade baut. Yo, Reapers baut gigantisch. Allein sein Boden, holy shit. Der, ja, ja. Der will der dreibeinigen Frau richtig imponieren. Das ist meine. Okay. Nee, so viel Holz kann man gar nicht holen. Das geht gar nicht, Digga. Was denn? Na, ich bin der hölzerne Joe. Du meinst wie bei Reapers oder was? Nee, also was ich mir nicht überlege, ich hab nicht nur die Hälfte, Digga. Doch, du hast ja da schon den ganzen Boden und du hast. Weißt du, was ich meine? Nee. Ich brauche noch die Wände, dann brauche ich noch ein Dach, dann brauche ich noch den Balkon. Dann unten fehlt noch alles. Ich will da nicht reinlegen. Ey, die hat mich angelacht. Wieso lacht die mich auf einmal an? Die ist irgendwie komisch. Abstand. Aber sie hat mir Essen gegeben, oder? Ja! Oh mein Gott, das sind aber rote Bären. Nee, die will dich vergiften einfach. Die will mich einfach vergiften. Hä? Die ist Assassine. Wer hat sie im G-Time? Hast du sie geschickt oder was? Hast du sie zu mir geschickt, um mir rote Bären zu bringen oder was? Nee. Wusstest du schon immer, dass du mich vergiften wolltest? Ich esse jetzt die Brombeeren. Freut sie sich dann, wenn ich sie esse? Nee, sie ist einfach gegangen. Okay. Tschüss. Ja, okay. Jetzt verstehst du es, Ebo. Wurde mal Zeit. Danke. Lass mal mitzählen. 1, 2, 3,
Wir machen auf jeden Fall zwei Details. Ich bin so ein Holzfäller, was mache ich hier? Oh Gott. Gott. Einer von euch kann auch zum Ausrufezeichen, wenn er möchte, war ich dafür. Wir haben doch alle Ausrufezeichen schon gecheckt jetzt. Jetzt haben neues, oder? Wir haben nur eine Höhle hier in der Nähe noch, je nachdem. Ich zähle nicht mehr, ich bin nicht dumm. Mein Bett ist despawned. Lol. Also wie viel Wald wir hier weggeballert haben, ist doch nicht mehr normal. Ja, das stimmt. Nein. Okay, müsste korrigiert sein jetzt. Müsste fixt sein. Wenn nicht, bin ich sauer. Die Ureinwohner-Kannibalen sind ja stinksauer, was ihr mit dem Wald macht. Kein Wunder, dass sie uns angreifen. Ich glaube, je mehr Holz man verbaut, desto... Ja, wir haben das falsch, wir haben das Spiel falsch gespielt, glaube ich. Es ist einfach kein Forest mehr. Ja, wieso? Es ist kein Forest mehr. Wir machen das abgefällt, Alter. Achso. Das ist einfach Sons of the Steppe einfach. Keine Ahnung. Sons of the Steppe ist geil, Alter. Okay, das fängt mich jetzt schon mies ab. Er ballert da mit seinem Revolver. Das höre ich. Hier ist schon wieder so ein Riesen-Oger-Wesen. Ramex. Boom. Boom, 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 boom. Ogerwitzen 2023. Boom. Ist gerade ein Reh in mir gespawnt. The fuck? The fuck? Ist nicht in dir gespawnt. Der habe in mir drin gespawnt. Ey, der Typ ist hier sich am Boden rumwälzen und quälen, weil der ist in meine Stöcke hier gerannt und hat sein Bein verloren. Oh, das finde ich so geil, ne? Ist der dumm, Alter. Ey, also der, ich töte ihn nicht. Wenn einer will, kann er sich das angucken. Der ist hier richtig am Leiden. Also wirklich. Das ist ein bisschen krank, aber ist okay. Oh doch, hier sind viele. Ey, das ist, Romatra, du musst es dir angucken. Es ist so geil. Wie die Stöcke reinrennen, oder was? Nein, wie der hier liegt. Ich töte ihn extra nicht. Ja, ich glaube, ich komm mal. Der leidet richtig. Der hat wirklich sein ganzes Bein verloren. Da ragt der Knochen und alles raus. Wie geil. Grüß ihn von mir. Warte, ich komm mal zu dir. Lohnt es sich anzuschauen? Das lohnt sich. Ich glaube, ich mach sogar einen Screenshot fürs Thumbnail. Jetzt ist er gestorben. Oh, zack, Scheiße. Aber er liegt hier trotzdem noch und du kannst das doch mit dem Bein sehen. Ich war so auf dem Weg. Nee, jetzt ist es nicht mehr. Wenn er nicht mehr, wenn er nicht mehr leidet und nicht mehr schreit. Kann ich ihn nicht zu dir tragen? Shit. Dann will ich ihn auch nicht sehen. Ja gut, ich meine, der hat sein Bein verloren, ne? Der hat jetzt hier locker 5 Minuten hin und her gezappelt. Also irgendwann muss er ja sterben. Ja, stimmt auch wieder, hast recht. Das ist jetzt falsches Holz. Bein verlieren und ist oft... Tödlich. Tödlich, ne? Ja. Also, da ist ja, wird ja unglaublich viel Blut ins Bein geleitet. Ey, hier liegt sein Bein! Nimm's als Trophäe, steck das auf den Stock drauf oder ich so. Ich kann da leider nichts mitmachen, das ist sehr schade. Nimm mal einen Stock und ramm ihn gerade in den Boden. Und dann probier mal, ob du das Bein, also das hab ich selber nicht. Ich konnte dich aufheben, ist auch schon despawned. Oh nein, schade. Weil wenn du den Kopf in die Hand nimmst essen, Arm und das dann auf einen... Wenn du den Kopf nimmst und das dann auf den Stock zielst, dann steckt er den Kopf auf den Stock drauf. Mhm. Ja, vielleicht geht das mit Beinen auf. Vielleicht kannst du einfach Beinstöcker machen. Oh, ey. Warte mal. Also, laut Kronk gibt es ein Update in 10 Minuten. Wir sollten alle speichern. G-Time, kannst du einmal speichern, die Welt? Ich speichern.
Einfach nur auf sicher. Selbst wenn das jetzt nicht der Fall ist, ist es, glaube ich, trotzdem nicht dumm, einfach mal zu speichern, weil wir haben jetzt echt viel gebaut. Wir haben viel gebaut, Digga. Du bist müde, steht bei mir unten links. Oh oh. Bei Sebo steht das im Real Life unten links. Oh, Treffer. Na, der ist gemütet, schade. Naja, dann nicht. Boah, aber diese Ziplines machen, also es ist schon super geil, muss ich sagen. Also auch wenn nur 70% ankommen, obwohl mit meiner Baumtaktik kommen sogar jetzt mehr an. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Max, aber wenn bei mir kommen so locker 80% an. Bei mir ist gut. Kann ich auch nur so welche machen? Komplett verbuggt jetzt das Haus. Super. Alter, Sebo. Wir sind schon bald bei Tag 10 im Spiel. Oh oh, bei Tag 50 kommen die Endgegner. Es passiert viel, Alter. Hä? Komm ich auf die Shotgun. Oh, oh, ich werde angegriffen. Bitte Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie oh, mir. Oh ja, oh, Riesenraid, Riesenraid. Ich bin tot, ich bin tot. Das ist eine ganze Armee. Ich glaube, ich bin tot. Ja, endlich kommen bitte Sie mal von Trimax-Seite. Nee, ist nur Matra-Seite. Ist übel meine Seite. Bitte nee, helfen mir. Alter, die greifen alle dein Haus an. Ey, die sind durchgekommen. Die können Türen öffnen. Ich bin tot, er hat mich hier one-shotet. Bitte rettet mein Haus, bitte. Ich hab so viel drin. Die machen alles kaputt. Nein! Bro, bitte rettet mich. Einmal wiederbeleben, bitte. Und einmal die Leute da drüben. Ja, ja. Du glaubst gar nicht, was hier an deinem Haus los ist. Ach, Manno. Das ist doch das, was nicht passieren sollte. Ich komm rein, ich töte alle, ich wiederbelebe. Ey, ein Schuss ist ein Kill. Ist der tot? Ihr müsst euch ganz konzentrieren mit dem Schuss. Nein, nein, ein ist kein Schuss Kill. Ist ein Kill immer bisher gewesen im Kopf. Nein, 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 nein. Ist bei den Großen nicht. Die fallen dann immer hin und tun, als wären die tot, aber stehen dann wieder auf, die Wichser. Okay, dann musst du sie schlagen. Woran erkenne ich, ob Sachen kaputt sind und ob ich sie reparieren muss mit meinem Hammer? Ah. Ja. Fuck, Alter. Danke für die Infos. Keine Ahnung, Bro. Fuck you, erstmal. Okay, alles in Ordnung. Fuck you ist akzeptiert einfach. Als Aussage. Rumatra, da kommt noch einer hier, der läuft bei dir lang! Warum will der nur Rumatra angreifen? Geil. Ich glaube, ich gebe der Frau gleich, wenn die immer bei mir chillt, die Waffe, Alter. Und dann soll die einfach mit Auto-Aim mit ihrem dritten Arm alle einfach abschießen. Wenn du drei Arme hast, hast du nicht automatisch Auto-Aim, Alter. Hast du gesehen, wie die mit der Waffe rumlippt? Die hat zwei Arme links und rechts ganz normal und der dritte Arm. Nicht, das wie, so einen, wie so ein Auto-Turret guckt dieser dritte Arm über ihren Kopf. Bullshit. So wie Victor League of Legends, sagst du. Ja, ja, genau so sieht es aus. Witzig. Den Vergleich, den hätte ich jetzt, der wäre mir nicht eingefallen, aber ganz genau so sieht es aus. Das ist einfach Victor. Soll ich ich habe eine Tierfalle gebaut. Ich glaube, ich muss es dir kurz zeigen, damit du es mir glaubst. Komm mal mit. Wie random. Ich glaub dir. Nee, es ist wirklich witzig. Darf ich den Arm hier drin haben? Wenn die Tiere in die Spieße laufen, sind die auch direkt tot. Nein, er ist die, nein! Oh nein! Das ist ja dumm. Das ist so ein Scheiß, ey. Achso. Dann platzier es halt da hinten hin. Ist mir auch egal. Warum können die meine Türen einfach aufmachen? Wofür habe ich eine scheiß Tür gebaut, wenn die Dinger den einfach aufmachen mit ihrer Sichel und mir hinterherlaufen und mich umbringen? So ein Scheiß. Boah, das hört sich so geil an, wenn da so viel Fleisch drauf ist. Ich muss sagen, ich finde, es geht richtig schnell mit den Ziplines. Wenn man weiß, was man bauen will, und man baut einfach, finde ich, geht das richtig schnell. Ich sag, ich bin in einer Stunde durch. Nee, doch nicht. Zwei. Ja. Das ist nicht derselbe Stamm, oder was? Ach, hä? Warum kann ich den nicht dran bauen? Und jetzt habe ich alles gesehen. Check ich nicht. Ich geh nochmal speichern, ich speichere jetzt immer wieder zwischendurch. Ja, ja, ist glaube ich smart. Ist glaube ich smart. Krass, wenn jetzt gleich schon ein Update kommt. Würde Sinn machen, weil ich kann echt mein Inventar nicht mehr öffnen, ohne dass ich rausfliege aus dem Game. Das wäre dann für dich die Erlösung, wenn das gefixt wird. Wäre echt die Erlösung. Denke ich nicht, furchtbar. Furchtbar, 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 furchtbar. Und nach dem Update wollen wir dann mal da oben in diese Höhle gehen. Ja, machen.
Ich würde sagen, ja. Ich komme auch gut voran. Ich weiß halt nur nicht, ob das eine neue ist. Aber ich gehe mal davon aus, weil in die Richtung sind wir ja noch nie gegangen. So, lass ich das einfach. Zeigt er mir die jetzt nicht mehr an? Doch, cool. Da oben. Wessen Magenknoter? Der meiner sein. Das ist geil. So gefällt mir das richtig gut. Guck hier noch eine Tür hin. Okay, guck mal. Hier, Romatra schenkt dir zwei gespaltene Holzdinger. Oh, geil! Stamm, Alter, ich verstehe das nicht. Bevor die despawnen, ich kann sie gerade nicht verwenden. Kam schon wieder so ein Crawler. Digga, dass da einfach so ein Raid kam, das sah richtig krank aus bei Romata. Das waren 8 Stück. 2 ja, von den OPen, 3 schnelle, 2 Crawler. Da kommen auch immer mehr jetzt, ne, bald. Ey, wieder ist einer hier bei Trimax. Nee, wir müssen nicht speichern. Nur Tita muss speichern, weil unser Inventar verändert sich ja nicht groß. Weißt du, was ich meine? Aber die Sachen, die gebaut sind, die laufen halt bei G-Time, ne? Oh. Was ist Sebo? Was ist bei euch speichert er aber auch die Welt, wenn ihr speichert, Romatra. Sicher, dass wir die Welt speichern. Ich verzweifle. Balken. Ja, der speichert bei dir auch die Welt. Okay, das wusste ich nicht. Nee, doch nicht. Was war das? Ich bin tot. Hey. Warte, wo bist du? Ich wurde im Wald angegriffen gerade, im Wald. Ich komm. Ich bin jetzt in die Zipline abgezogen. Das geht, wenn du tot bist? Nee, also nicht tot, also ich war One-Shot. Achso. Verfolgt der mich? Mann, du laberst immer so viel Scheiße, ne? Du hast wohl auch gesagt, dass du tot warst, nicht tot. Das stimmt. Erwischt. Ey, diese Dreiviertelbaumstämme und sowas, wenn die einmal so geschnitten sind, die brechen einen komplett, ne? Wieso? Du weißt ja gar nicht mehr, ob du die benutzen kannst oder nicht. Oh, dann gehst du mit denen ran und du denkst, du benutzt die, aber die sind einfach nichts. Nein, ich schmeiß die weg, lass sie despawnen. Das ist so geisteskrank, wie mich das bricht. Kann ich hier keinen Holzstamm platzieren? Ist noch einer? Ich schwöre, ich werd ihm so den Kopf abschlagen. Komm mal her. Ich hab voll kassiert. Wo krieg ich denn Heilung her? Heil ich automatisch? Ich verstehe das System nicht. Alter. Er hat mich geone-shottet. Lass Hilfe. Das jetzt so. Ey, der hat mich outmoved. Bitte, der ist an meinem Haus. Gegner an meinem Haus. Müsst ihr töten. Und mich wiederbeleben, bitte. Der ist vor deinem Haus. Nein, lass dich nicht ins Haus rein, bitte. Alter, habt ihr durchgezogen. Ich bin der Schützer des Dorfes. Guck mal, siehst du, wie der leidet? Weil der seinen Arm verloren hat. Hinter euch. Hinter dir! Glück jetzt. Wo kamen die denn her? So geil, Junge, das ist... Also die kommen ja so penetrant hier gerade. Ja, es ist krank. Ist aber geil, wie die ganze Zeit die Leichen ins Feuer schmeißen und wir Knochen brauchen. Ja, Kai hat mich einfach outplayed, was soll ich sagen? Schäme ich mich auch nicht für. Der hat besser gespielt als ich. Oh, was? Das ist eine Eule. Ein Adler, hä? Das war ein Fasan. Achso. Kannst du es was zu essen machen, Reapers? Ja, Mann, jetzt. Wie süß, die hat mir wieder was geschenkt. Ich gehe jetzt nochmal. Ich hoffe, jetzt will ich nochmal angreifen. Ne, ich muss Alt F4, mein ganzes Haus ist verbuggt. Warum? Tatsächlich, wenn ich Bretter platziere, dann platzieren die schräg. Oh, das hatte ich auch. Du musst einmal, genau dasselbe hatte ich gerade auch, dass die so in einem Winkel sind, ne? Ja. Ich habe einmal beide Wände abgerissen und neu platziert und dann ging es wieder. Nö, jetzt habe ich einfach. Wie? Das hat 5 Minuten gedauert. Alter, du hast ja die Wand alle hinter. Wie? Ja, einen Spielstand geladen. Wie willst du den alten Spielstand laden? Hier ist Fleisch, Max. Danke. Stell das. Ah, ne, ist weg. Top. Bist du da, bist es weg. Okay. Ey, du bist nicht mehr bei uns auf dem Server jetzt, Sebo, ne? Doch. Ich seh dich nicht.